Herzlich willkommen im Tutorial zu DOSBox von Protoblock und World of Odroid in Kooperation mit Freddy Block. Ich möchte mir an dieser Stelle auch gleich mal an Freddy bedanken für die super Arbeit, die er in Facebook gibt und auch auf seinem Freddy Block, den ihr oben links jetzt oben rechts jetzt sehen müsstet. Den Link dazu zum Freddy-Blog. In diesem Thema behandle ich Folgendes. Viele Fragen in Facebook und auch mich per E-Mail. Wie kann ich in Recallbox die DOSBox einrichten? Ich zeige es euch jetzt hier auf meinem Linux-Rechner. Hab dazu leider gerade vergessen, es vorzubereiten. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Wie ihr seht, habe ich jetzt gerade den Pfad zu Recallbox richtig eingegeben. Jetzt gebe ich noch ein PC. So, noch hier. CE.com. So. Wie ihr seht, ich habe hier zwei Ordner und eine Datei. Das sehen wir hier am besten. Ich habe jetzt das Beispiel hergenommen von meiner Seite her. Von Command & Conquer, das Spiel Command & Conquer von World of Odroid. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Spiel in zwei Versionen runterladen. Einmal für den RetroPie und einmal für die Recallbox bzw. Batacera Linux. Wenn ihr die runtergeladen habt, kriegt ihr eine ZIP-Datei, die entpackt ihr einfach. Das ist alles vorbereitet. Ihr müsst bloß dieses Spiel in euren Recallbox Ordner rein tippen in den Ordner PC. Ihr dürft den Ordner natürlich, müsst ihr, wenn ihr eigene Spiele spielen wollt, müsst ihr Folgendes beachten. Ihr könnt natürlich den kompletten Spielenamen benutzen, klar, aber dieser Ordner muss eine folgende Endung haben. .pc. Ist diese Abkürzung hier nicht vorhanden, wird euer Spieleordner auch nicht angezeigt. In diesen Spieleordner packt ihr euer Spiel bzw. eure CD rein. Wie ihr das macht, das ist wurscht. In meinem Fall habe ich zum Beispiel ein Batch-Script-Menü geschrieben. Diese Version ist auch geschrieben von von mir selber und von Freddy. Natürlich ist das noch die überarbeitete Version. So, als erstes müsst ihr einpacken. Add Echo Off. Wenn ihr nämlich so ein Menü wie ich baue, dass ihr nicht jedes Mal in der DOSBox dieses Echo, also dass er nicht so ausgibt. Dass er nicht das hier ausgibt, die ganze Zeit. Müsst ihr Echo ausschalten. Dann ist auch noch wichtig, dass ihr die CD, die ihr haben möchtet, die ihr einlegen möchtet, mountet. Sprich, IMG Mount D, das ist der Laufwerksbuchstabe. Dann geht ihr weiter mit dem Ordner, sprich dem Pfad dazu. Am besten immer mit .slash anfangen, weil das heißt, in diesem Ordner liegt der. Aber in diesem Ordner, im Ordner Disks, findest du die GDI.ISO, in dem Fall hier. Und es ist eine ISO-Datei. Ihr müsst auf jeden Fall ihm auch sagen, was das ist. Also in meinem Fall eine ISO-Datei. Dann sage ich noch dazu, in diesen Ordner, ich habe ihm jetzt die CD gegeben, geh in den Ordner C10, und starte C&C-Exe. Das ist das hier. Das wird dann gestartet. In meinem Fall ist es so, oder bei Command & Conquer ist es so, ohne die CD weiß das Spiel nicht, welche Seite ihr spielt. In dem Sinne, in dem Fall möchte ich die GDI spielen. Ihr könnt auch natürlich die Mod einlegen,
kein Problem. Und ich möchte das Spiel starten. Nachdem das Spiel gestartet ist, wird bei mir zum Beispiel der Bildschirm gelöscht. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Könnt ihr einschreiben, müsst ihr aber nicht. Was natürlich wichtig ist, ist diese Exit-Befehl. Weil mit diesem Exit-Befehl, das kann ich euch demonstrieren, beendet ihr DOSBox. So kommt ihr wieder raus aus der DOSBox, müsst nicht extra noch die Tastatur anschließen, dass ihr Exit eingeben könnt, dass ihr wieder aus der DOSBox in der Recall-Box wieder rauskommt. Jetzt muss ich wieder DOSBox öffnen. So. Nicht speichern. So. Ihr seht hier, wenn ihr eine neue Datei öffnet, gilt insbesondere für die Windows-Nutzer. Heißt es neues Textdokument.txt. Habt ihr es nicht so oder ihr drückt neues Dokument anlegen und er sagt neues Textdokument, ist nur nicht so schlimm. Ihr gebt jetzt da hier drinnen in diesem neuen Textdokument ein. Add Echo. In der nächsten Zeile sagen wir der DOSBox, ich möchte gerne eine CD einlegen. Die CD soll den Laufwerkbuchstaben D bekommen, deswegen hier D. Und meine CD befindet sich im selben Ordner, aber im Unterordner Disks. Und die CD heißt gdi.iso. Achtet auf die Schreibweise, die müsst genau korrekt sein. Also wenn ihr so schreibt, zum Beispiel, muss aber auch die Datei so heißen. Also in dem Falle muss ich jetzt umschreiben auf diese Schreibweise. Sonst findet ihr die nicht. Bei manchen Games ist es so, dass zum Beispiel, das stacke ich so rein, so steht, also ein großes ISO. Da muss ich auch in meiner Datei ISO groß schreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt aktuell aussieht, aber ihr könnt es auch klein lassen. Es geht auch aber weiter. Ihr müsst noch eingeben T-ISO und am besten immer FS-CD-ROM. Dieses FS bedeutet einfach, ich definiere dieses diesen Buchstaben als CD-ROM-Laufwerk. So, das war's schon mal. Jetzt gebe ich noch ein, ich möchte gerne, mein Spielordner heißt jetzt zum Beispiel CC, weil der Ordner befindet sich ja nicht in derselben Datei, die .exe befindet sich nicht in derselben Datei, sondern bei mir in diesem Fall zum Beispiel in CC. Befände sich aber diese Excel-Datei, wenn ihr installiert oder eine ISO bekommen habt mit einer alten Spiele-CD, dann muss ich auch definieren und muss auch der DOSBox sagen, es befindet sich nicht in CD-CC, sondern es befindet sich gleich im Ordner und gebe einfach ein CD-Excel. Und natürlich Exit. Warum Exit? Wie schon anfangs erklärt, diese Exit-Befehle heißt ganz einfach, beende meine DOSBox. Sonst kommt ihr nicht mehr raus aus der DOSBox. Beziehungsweise ihr kommt erst raus, wenn ihr den Befehl Exit eingibt. Das heißt einfach, beende das Programm. So. Habt ihr das alles geschrieben? Könnt ihr diese Datei speichern? So, jetzt kommt der Clou. Viele machen den Fehler, schieben das einfach mal so drauf, beziehungsweise haben wir auf dem Desktop und schieben sie in die Recall-Box rein. Gehen an ihren an ihre Pi ran oder Odroid oder was auch immer oder am PC und wollen einfach diese DXD-Datei starten. Ich kann es euch gerne beweisen, was passiert. Mounten wir mal schnell C. Der C-Ordner befindet sich im Raum Beinahe. Recall Box P
PC. Und C. Doppelpunkt. Kopieren. CD. Komm. Kopieren. So. Jetzt gebe ich ein neues TXT. Was sagt er? Illegal Command. Ja, ganz klar. Er weiß nicht, was diese TXT-Datei ist. Beziehungsweise also er versteht schon, was diese TXT-Datei ist. Nur er sagt zu mir, ja, was willst du mit dieser Textdatei? Ich weiß nicht, was du damit bezwecken willst. Willst du sie lesen? Willst du sie neu schreiben? Willst du sie umändern? Was willst du damit? Willst du sie anzeigen lassen? Etc. pp. Natürlich muss ich diese Datei, diese TXT-Datei, in diese umwandeln. Bei den Windows-Usern ist es meist so, dass es einfach nur so da steht. Neues Textdokument. In dem Sinne, googelt einfach mal und ihr müsst einfach nur die Dateiendung anzeigen lassen. Dann seht ihr auch hier die .exe, dann hier die .bat und so weiter und so fort. Dann habt ihr, wenn ihr es geschafft habt, dass es euch anzeigt, ich weiß, dass es leider nicht aus dem Kopf muss, dann zeigt er euch neues Textdokument .txt. Schieben wir das mal raus. So, das benennt ihr um in DOSBox. Aber nicht DOSBox.txt, sondern DOSBox.dat. Bei den Windows-User zeigt er gleich so ein Zahnrad an oder ein komplett anderes Icon. So, wenn ich jetzt die DOSBox.bat auswähle, DOSBox.bat, hat er gleich mal verstanden, alles klar, das ist eine Stapeldatei. Ich muss Befehle ausführen. In dem Sinne hätte ich die Exit mal rausgelöscht. Dann sehen wir auch gleich, was er sagt. Nämlich nicht gefunden und Error. So, das habe ich jetzt wieder das Box beenden. Und das Box.at. So, ihr seht, er führt gleich alles aus. Drive D is mounted as. Bla 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 bla. Hat er gemountet. Natürlich habe ich jetzt noch eingegeben C und C-Exe. Das dürfte hier gar nicht drin sein. Nee, nicht löschen. Wieder hier an. So. Natürlich muss ich jetzt auch den richtigen Pfad eingeben. Also in dem Sinne jetzt CD-C10. Und in meinem Falle auch noch speichern. So. Jetzt, wenn ich denselben Befehl wieder ausführe, et voilà, das Spiel funktioniert. So. Ich kann das jetzt so oft machen, wie ich will. Jedes Mal weiß er, dass er die Stapeldatei was zu tun ist. Und natürlich funktionieren auch bei mir jetzt dann die Spiele. Es funktioniert mit jedem Spiel. Ihr müsst halt nur immer beachten, das ist das A und O. Hat diese CD eine hat dieses Spiel eine CD? Muss die CD eingelegt werden, wie zum Beispiel bei Die Siedler 2 etc. pp. Und so fort und so weiter. Also wie gesagt, dieses Spiel kann man sich runterladen, ist nämlich free to play. Bei mir gibt es die deutsche Version. Inklusive allen Erweiterungen. Ich empfehle euch die Retro-Pie-Version, weil da läuft es ein bisschen stabiler als auf der Recall-Box oder Batocera. In dieser Version ist auch ein CD-Menü eingebaut, also ihr könnt mit ganz wenigen aufwendigen Sachen könnt ihr definitiv die Recall-Box bzw. das Spiel starten. Leider kann ich es euch nicht zeigen, wie es jetzt bei DOSBox aus, wie es direkt im
Recoilbox aussieht, denn ich habe nur RetroPie auf meinem Rechner drauf installiert und Recoilbox ist ein geschlossenes System und ich habe keinen Bock, dass ich jetzt meinen Stick rauspacke, Recoilbox drauf patche und euch das da zeige. Alleine von der Aufnahme ist es schon nicht möglich, weil ich ja über OBS aufnehme. So, ich hoffe, ich hoffe, das Video hat euch geholfen, euch mit DOSBox ein bisschen auszukennen. Falls ihr noch Fragen, Anregungen habt, schreibt mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich werde gerne eure Fragen beantworten. Für jedes Daumen nach oben ein herzliches Dankeschön. Das ermutigt mich auch weiterhin, irgendwelche Tutorials zu machen und euch zu präsentieren, wie was funktioniert. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch meine Seite Protoblog und World of Woodworld und natürlich meinen Partner Freddy mit seinem Freddy-Blog. Da solltet ihr auch mal reinschauen, das ist ein ziemlich guter Blog. Und beim nächsten Tutorial, verspreche ich euch, wird natürlich der Ton wesentlich besser. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Tutorial. Ich bin der Proto, ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag, schönen Abend oder einen wunderschönen guten Morgen. Ciao!